Die Verbindung zwischen Mathematik und Musik interessiert mich schon sehr lange, schon seit meinem Mathematikstudium Anfang der 80er Jahre. Damals absolvierte ich auch ein sogenanntes Zusatzstudium in Komposition an der Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin. Ich habe damals auch probiert, meine Komposition mit mathematischen Methoden auszuführen. Mit dem Ergebnis war ich damals nicht sonderlich zufrieden. Also das hat mir nicht sonderlich gefallen. Ich bin damals auf die Idee gekommen, doch, dass ich ein Mathematiker bin und dass ich Mathematik im Blut habe. Und also wenn die Musik so in mir entsteht, zum Beispiel durch Improvisation, dann kommt die Mathematik von allein zum Vorschein. Das Zitat von Lucrasi zur Musik, was sie mit uns macht, wie sie entsteht. Man könnte in diesem Zitat, könnte man die Musik, das Wort kommt zweimal vor, könnte man auch durch Mathematik ersetzen. Es würde dann immer noch stimmen. Nach dem Mathematikstudium habe ich immer wieder versucht, mich zu finden in dem Bereich zwischen Mathematik und Musik, zum Beispiel in der Musiktheorie oder in der Akustik. Und die Mathematik und anderem. Die Mathematik kam ja dann aber immer wieder zuvor. Ich hatte also sehr gute Mathematikerstellen an Universitäten, sodass ich damals beschlossen habe, einfach diese beiden Bereiche für mich parallel weiterzuführen und zu schauen, wo ich da ankomme. Ich zeige jetzt Bilder. Das sind Skizzen von vierdimensionalen Körpern auf einem Blatt Papier zum Beispiel. Das heißt also in einem zweidimensionalen Raum. Ich habe damals also probiert, solche Körper darzustellen aus verschiedener Sicht. Für mich war die Tätigkeit sehr ähnlich dem Suchen in der Musik. Also zum Beispiel in der Komposition. Dort ist
Ja, der Begriff des Ricercare sehr gebräuchlich, was da heißt suchen. Ich habe also damals in der Mathematik genauso gesucht, wie ich in der Musik gesucht habe. Also das Wichtigste, was Mathematik und Musik verbindet, denke ich, das sind die Strukturen. Strukturen und Strukturen, ja, so etwas. Und eine große Entdeckung für mich dann später, was dann kam,
was dann auch die Beschäftigung brachte mit Wittgenstein. Das war, dass ich auf einmal merkte, die Mathematik hat was mit Gefühl zu tun. Also bei mir war es so, ich hatte zum Beispiel bei der mathematischen Arbeit, also mit einem Gegenstand der Mathematik, der mit Musik gar nichts zu tun hat, habe ich gemerkt, ich konnte aus ästhetischen Gesichtspunkten heraus zum Beispiel sagen, gut, hier habe ich bei der Mathematik ein Level erreicht, der ein gewisser Abschluss ist, der geformt ist, wo ich weiter, den ich aber auch weiterführen kann. Der muss nicht unbedingt abgeschlossen sein. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich Schüler habe, mit denen ich Mathematik mache, denen sage ich immer, das Wichtigste an der Mathematik, wenn ihr das macht, wenn ihr etwas rechnet zum Beispiel, das Wichtigste ist, das schön aufzuschreiben. Thank you.
was ich an Vorlieben an mir entdeckt habe, das ist wenn ich spiele nicht gern mit mir allein. Also das Solospiel ist nicht meine Heimat. Das interessiert mich nicht so sehr. Das mache ich den ganzen Tag zu Hause. Ja. Also interessiert es, mit anderen Musikern zusammenzuspielen. Und da habe ich bemerkt, mir ist eigentlich das Liebste, wir sind unabhängig. Also wenn ich im Konzert jemanden erlebe, zum Beispiel einen Schlagzeuger, der auf meine Rhythmen einsteigt, dann mache ich sofort andere. Ja, ich meine, ja, ist so. Ja, ja. Oder ich habe mit einem Pianisten aus New Orleans gespielt. Der hat vorher nichts von mir gehört. Ich habe vorher von ihm auch nichts gehört. Wir haben ein Konzertdate ausgemacht und zusammen gespielt. Und das Konzert begann mit New Orleans Jazz. Wo ich gar nicht wusste, was das ist. Geschweige denn, spielen konnte. Ach so. Ja, und dann, also da war ein kurzer Moment des Überlegens, was habe ich denn, was ich dagegen setzen kann, was ich dazu setzen kann, auf keinen Fall nachmachen oder selbst das mitmachen. Ist bedenklich. Also das Konzert wurde dann super. Ist eins meiner schönsten Konzerte mit dem New Orleans Jazz. Weil, also das war so, der ist ein Stück von seinem in meine Richtung gegangen. Ich bin ein Stück von meinem in seine Richtung gegangen. Und siehe da, was dabei rauskam, war grandios. Das nächste Bild zeigt eine Anordnung von sogenannten Pseudo-Lines. Das sind also Linien, die oder Anordnungen, Arrangements von Linien, die ähnliche Eigenschaften haben wie Anordnungen von Geraden. Anfang der 2000er Jahre gelangen mir mehrere große Projekte, so im Jahr 2007 eine Art Kammeroper oder Collage über das mathematische Denken und Fühlen. In der Mathematik ist das ziemlich klar, welche Rolle das Denken und die Logik spielt, aber dass da Fühlen auch eine ganz besondere Rolle spielt, steht nicht immer im Vordergrund. Das habe ich gefunden bei Wittgenstein in den Texten von Wittgenstein zur Mathematik, habe ich davon sehr viel gefunden und ich fand das sehr interessant, sodass ich also in dieser Collage versucht habe, diese Dinge nachzufühlen und künstlerisch halt darzustellen. Das war also ein sehr schönes Projekt dort im Festspielhaus Hellerau. Ja, beim nächsten Bild zeige ich Karten, Spielkarten, ich glaube das sind Rommi-Karten, die also beklebt sind mit Noten und mit Texten von, die Noten sind von mir, die Texte sind von Wittgenstein und mit diesen Karten kann man eine Komposition oder eine Improvisation ausführen. Das ist sehr interessant. Es entstehen auch mathematische Strukturen, zum Beispiel wie die doppelte Verneinung bei P gleich minus minus P. Und sehr interessant ist natürlich das Taumeln der Gedanken und so etwas. Bei den nächsten Bildern habe ich Arrangements nicht auf leeres Papier gezeichnet, sondern auf Notenpapier.
das gibt oder deutet, das gibt die Möglichkeit oder deutet an, dass man diese Zeichnungen für musikalische Zwecke nutzen kann, für Improvisation oder für Interpretation. Die Zeichnungen entbehren auch nicht gewisser erotischer Ausstrahlung, was ja für Musiker auch eine große Rolle spielt. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen, weil jeder, der sich damit befasst, soll seine eigene Interpretation, seinen eigenen Weg, seinen Zugang zu dieser Musik finden. Ich bin natürlich sehr gespannt auf Resultate. Thank you.
Als ich vor kurzem am Leibnizplatz war, da sah ich ein Plakat in einem amtlichen Plakatständer. Da stand drauf, Man is an Animal. Und gegenüber, ganz unamtlich an einem Leuchtpfosten, war ein Plakat, was für eine Demo, glaube ich, aufrief, wo es um die Klimaveränderung und die letzten Chancen der Menschheit geht. Und die guckten sich sozusagen an. Unter dem animalischen Mann, Schrägstrich Mensch, war so ein ähnliches Gesicht zu sehen von einer Skulptur von Elizabeth Frink, in der wir auch spielen. Das ist Ari Hartoch, der Direktor hier vom Gerd-Marx-Haus, wo wir schon sehr, sehr lange zu Gast sein dürfen und auch unsere Jour Fixes immer hier hineinsetzen. Das sind dann bewegte Männer sozusagen. Ja. Frau Frink hat ja auch Bewegungen, männliche Bewegungen in Skulpturen hineingebracht und somit ja stillgestellt, aber auch aufbewahrt irgendwie. Was ist das für ein Kosmos von Bewegung, den Sie da... Na, der wichtigste Kosmos bei Frink ist der des Volumens. Das ist es ist nicht nur eine Form im Raum, sondern sie drängt in den Raum hinein. Und das ist das Eigenartige an diesem Werk. Was Frink macht, ist, dass sie verschiedene Ebenen der Bildhauerei, Oberfläche, Struktur, innerer Aufbau und dann Volumen miteinander verbindet und dadurch entsteht ein enorm lebendiger Eindruck. Und das ist das Eigenartige. Wir haben schon hunderttausende Bildhauer gesehen, die nackte Männer machen. Aber wir haben eigentlich noch nie so diese Figuren gesehen, die so dieses Bumm in den Raum hineingehen machen. Und das ist etwas ganz Besonderes an dem Werk. Und Volumen wird ja auch immer gesagt. Volumen ist eine ganz eigenartige Kategorie. Es ist nämlich eine Kategorie, die man mathematisch fassen kann. Dann sagen wir so und so groß, so und so, so breit. Aber es ist auch eine Kategorie der Erfahrung. Der Erfahrung im Raum. Manche Volumen kommen auf uns zu. Manche Volumen gehen zurück. Und das sind psychologische Elemente. Und es gibt ja auch diesen berühmten Satz von Gadamer, der sagt, ein Gedicht hat ein bestimmtes Volumen und das ist nämlich dasjenige, was nicht in andere Medien zu übersetzen ist. Und das finde ich gerade für Bildhauerei natürlich super interessant. Es gibt bestimmte Erfahrungen, die kann man nur hier und jetzt machen. Das kennen wir von Konzerten auch. Da geht es auch um eine bestimmte, da ist ja auch das Volumen, dieses, es kommt alles auf einem zu. Das ist nur hier am Ort, hier und jetzt. Und das spielt für Bildhauerei auch eine enorme Rolle. Und darum ist es auch so lustig, dass wir dieses Gespräch jetzt über ein Mobiltelefon führen, wo nämlich gerade dieses Hier und Jetzt gar nicht so eine Rolle spielt. Genau. Aber wir sind ja trotzdem hier und jetzt. Kannst du eine Skulptur uns zeigen, wo dich so ein Hier und Jetzt-Moment besonders angesprungen hat bei der Vorbereitung auf diese Ausstellung? Es hat mich vor allem angesprungen, als sie hier standen. Das ist ja das Eigenartige. Man kennt diese Figuren, man hat sie schon mal gesehen. Bis auf eine Figur hatte ich alle auch schon mal erlebt, aber ich hatte sie noch nie zusammen erlebt. Und wo wir jetzt hier gerade stehen, hinter mir steht eine Riace-Figur, da steht eine Riace-Figur, zwei aus einer Reihe, sie sind fast gleich. Das Handmotiv, das Bewegungsmotiv ist fast gleich. Aber was ist der Unterschied? Die eine Figur steht ganz leicht nach hinten, andere Figur steht ganz leicht nach vorne und dadurch kommt eine komplett andere Wirkung, eine auch emotional ganz andere Wirkung. Der da hinten hat das Gefühl, als würde er sozusagen ebenso innehalten und die Situation betrachten. Der ist sozusagen schon in dem Schritt der Aktivität und das ist nur eine Achsenverschiebung und durch diese Achsenverschiebung sozusagen ein Aktivmachen des vorhandenen Volumens. Das andere ist natürlich, was unglaublich wichtig ist, ist, diese Volumen sind von A bis Z sozusagen nicht naturalistisch. Es sieht zwar wie Muskeln aus, aber es ist einfach nur dahin geknetet und trotzdem hat es diese herrliche Wucht. Thank you.
Ist die Arbeit im mathematischen Feld eher eine freie oder eine stilgebundene Improvisation? Die Mathematik. Das kommt sehr auf die Mathematik drauf an. Und auf den Mathematiker. Genau. Also ich hatte in den 80er Jahren bis 87 hatte ich eine Anstellung an der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Und das war Mathematik für die Grundlagen der Mikroelektronik in der DDR. Das waren also sehr aktuelle Fragestellungen. Zum Beispiel, wie kann man in der DDR illegal eingeführte Computer analysieren, um mit denen arbeiten zu können? Also so Blackbox-Aufgaben. Ja, ja, ja. Und das, also die Arbeit, die war also so, für mich war das Rechenknechterei. Das genaue Ausrechnen oder Abschätzungen zu machen und so weiter. Das war das, da hat für mich, damals stand für mich die Frage gar nicht, Mathematik und Improvisation. Aber jetzt von jetzt aus das betrachtet, hatte das mit Improvisation gar nichts zu tun. Während dann später, in den 90er Jahren an der Uni in Chemnitz, da hatte ich eine Anstellung in der Geometrie. Das sind die Sachen, die in dieser Introduktion ein bisschen aufgezeichnet sind, die Körper und die Arrangements. Dort hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, mit meinen Geraden oder den Pseudo-Lines zu wackeln und zu gucken, was passiert. Und dann das war im Prinzip das, was ich mit der Musik auch mache. Ich wackle erstmal, schaue, was ich tut, und dann versuche ich das zum Beispiel zu ordnen. Also das war sehr, also damals habe ich diese untersucht, welche Typen von Anordnungen gibt es, und zwar alle, egal ob mit 3 Linien oder mit 1000 oder mit 100.000. Welche Typen und wie viele Typen gibt es? Das hat sehr viel zu tun auch mit Codierungsfragen. Also was die Schüler von Wittgenstein gemacht haben. Informationen verstecken, dass man sie nicht mehr findet. Also da war das so, ich habe das zuerst mit dem Wackeln mir angeschaut, was tut sich da? Und dann habe ich angefangen, das zu ordnen und mathematisch zu untersuchen, welche Typen gibt es. Und das ist jetzt mein Gewinn an Corona, dass ich im Moment solche Untersuchungen mache bei den Modis von Messiaen. Also da wurde ja immer mal wieder festgestellt, also sehr bald wurde festgestellt, dass es außer den Modis, die Messiaen gefunden hat, noch einzelne andere gibt. So, und meine Aufgabe als Mathematiker ist jetzt zu untersuchen, gibt es überhaupt noch weitere? Also im Prinzip solche Untersuchungen wie damals. Wie war denn das? Konstruktion mit Bleistift und Faden. Konstruktion von 17-Eck und so etwas. Und also wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass 17-Eck, reguläres 17-Eck, ist mit Bleistift und Faden nicht konstruierbar. Und mehrere hundert Jahre haben Mathematiker versucht, das zu konstruieren. Und erst im 19. Jahrhundert hat man festgestellt, das geht gar nicht. Also das Lebenswerk von ganzen Generationen von Mathematikern steckt da drin in etwas, was gar nicht geht. Ja, ja, ja. So,
also die, was geht für mich dann als Mathematiker in der Musiktheorie, sind solche Untersuchungen, was gibt es und ist das System, was ich betrachte, das System Kirchenturnarten, das System Messiaen-Modi, ist das ein abgeschlossenes System? Heißt das, kenne ich alle aus dem System? Da hinten ist ein Hund. Ist das ein männlicher Hund? Ja, ja. Warum steht er hier mit dem Läufer? Genau, also da geht es um diese Erfahrungsskulptur im Raum und um mal deutlich zu machen, was der Unterschied ist, ob eine Skulptur auf einem Sockel steht oder dass er bei uns im Raum steht. Und heutzutage gibt es ja immer Sicherheitsbedingungen und wegen Sicherheitsbedingungen muss das Ding auf dem Sockel stehen und so weiter. Das hier sind jetzt entspannte Leihgeber, die gesagt haben, das finden wir eine coole Idee, dass sie die Dinge einfach mal auf den Boden stellen, weil damit auf einmal entwickeln die auch eine noch größere Direktheit. Der Hund ist ja tatsächlich so, wie er da steht, der Besucher kommt rein und das Erste, was der Hund macht, ist sozusagen, der guckt ihn an. Und wir sehen hier immer wieder, wenn Leute reinlaufen, die halten erstmal inne. Was will dieser Hund? Und das Lustige ist, dieser Hund, jetzt müssen wir mit Hundepsychologen reden, der wird uns erklären, von seiner Haltung her macht dieser Hund nämlich genau das. Der guckt erstmal, was ist das für einer? Und diese Form von sozusagen Überlappung von einer kräftigen Form mit sehr viel Psychologie, das ist sehr typisch für Frink. Elizabeth Frink ist in Großbritannien, wo sie gelebt hat, 1993 ist sie gestorben, ein ziemlicher Star der Bildhauerszene über viele, viele Jahrzehnte gewesen, in Kontinentaleuropa eher nicht ganz so bekannt. Gar nicht. Um es vorsichtig zu sagen. Woran liegt das? Was passiert da mit dem Ärmelkanal, dass die Kunde oder die Liebhaberei nicht so rübergeschwappt ist? Ja, das hat sehr stark damit zu tun, mit der Art und Weise, wie England über Kultur Außenpolitik gemacht hat. England hat ja immer, das Interessante ist, nach 1945 wird dieses Land ja immer weniger wichtig und umgekehrt machen sie sozusagen in der Kulturpolitik einen Riesenaufriss, um immer wieder zu zeigen, wir sind das hipste Land der Welt. Und das ist ja auch ein Image, was sie immer sehr, sehr gut gepflegt haben. Und dann Kunstwerke zu nehmen, die davon handeln, dass Männer eigentlich nicht zu vertrauen sind, dass es Aggression, dass es Spannung und so weiter gibt. Das ist einfach nicht dasjenige, womit England sozusagen nach außen hin Werbung machen wollte, obwohl es vielleicht, wie wir ja jetzt gerade in dieser ganzen Brexit-Geschichte merken, sehr sozusagen der englischen Art entspricht. Thank you.
in der sozusagen Spannung sofort in Aggression umschlagen kann, das ist sehr typisch für dieses Oeuvre. Und das ist auch ein Element, was Leute sozusagen an dem, also die Leute, die paar, die da waren, waren immer sehr stark auch emotional berührt, weil sie sagen ja, die meiste Kunst, die wir sehen, ist ja sozusagen distanziert, freundlich, schön. Und diese Kunst ist nicht distanziert, freundlich, schön, sondern in your face und dann auch noch darin bedrohlich. Und das ist interessant. Das stimmt. Vielleicht folgst du mir einmal in den letzten Raum. Da sehe ich da auch einer mit Gesicht. Hier haben wir keine ganzen Körper, sondern Köpfe. Vier Stück. Die sind wiederum auf Sockel. Wenn du den mittleren Raum, also jetzt vom Gedanken, wie bringe ich das Material, was ich zeigen will, hier in meine räumlichen Möglichkeiten? Wenn du das mal vergleichst, diese beiden Räume, den mittleren und diesen hier, mit Blick auf Volumen und was für Relationen da in so einer Räumlichkeit entstehen. Das ist ja, das Interessante ist, wir sehen etwas und das, was fehlt, stellen wir uns vor. Das ist ja, so sind wir nun mal als Menschen gemacht. Und das Interessante bei diesen Köpfen ist, dass wir dann uns diese Köpfe, Hälse und dann den Brustansatz angucken und dann sehen wir im Vergleich nämlich zu den Jungs nebenan, dass die noch, wenn man die gestalten würde, wären das unglaubliche, riesige Volumen in alle Richtungen gehend. Und da sieht man sozusagen, wie sie das auch wieder benutzt, um so enorme plastische Spannung hinzukriegen. Das hat, okay, wie das hier geht, würde das bedeuten, dass dieser Brustkorb dann so wird. Mhm. Das ist so enorm, aber das ist sozusagen, das ist diese Kraft, die in dieser Suggestion, dass diese Form weitergeht, steckt und das macht sie bei den Köpfen immer wieder. Sodass also tatsächlich, dass wir haben an der einen Seite, wir haben ein Bild von einem Kopf, wir haben ein reell existierendes Volumen und wir haben die Vorstellung, dass dieses Volumen sich in den Raum hineinbewegt. Entweder nebenan bei den Jungs, weil aus der Inneren heraus eine Spannung kommt oder hier nochmal sozusagen potenziert, dadurch, dass diese Form weitergeführt wird im Imaginären. Das ist ein bisschen wie wenn man einen Klang gestisch andeutet. Ja. Die Improvisation bei mir sehe ich sehr nahe der Sprache. Das heißt, auf meinem Instrument habe ich ein Vokabular. Das sind im Prinzip, was du gesagt hast, das sind die Muster, die sich bewährt haben, wo also solche, das sind, wie soll ich sagen, sehr berührende Momente, zum Beispiel, wenn ich mit Lou Grassi zusammenspiele, der spielt Schlagzeug und ich spiele Posaune. Und bei den Aufnahmen weiß ich manchmal nicht, ist der Ton jetzt von der Posaune oder ist er vom Schlagzeug? Da treffen sich die Sachen auf einmal. Das sind berührende Momente. So eine unserer Grundübungen in der Musik ist, ich lasse meine Studenten etwas erzählen, soll mir etwas sagen von sich. Ja. Und dann sage ich so, nun pass auf, wer redet gerade aus dir? Dann entdeckst du, ach, das ist mein Lehrer, ach, das ist mein Freund, so hat mein Onkel, meine Mutter, meine Schwester und so weiter. Das ist unglaublich, was du entdeckst plötzlich in dir, wer alles aus dir spricht in der Sprache. Ja, das ist interessant. Ist so verankert, wie du sagst, in diesen Habits, die aber irgendwo ihren Ursprung haben und immer affektiv sind, wie deine Mathematik. Ich finde das absolut das. Es ist immer mit einer Bedeutung verbunden. Man hat uns dermaßen in den 70er Jahren, als ich Philosophie studierte, so dermaßen die Bedeutung ausgetrieben und sie durch den Sinn ersetzt. Es hatte nur diese Funktion.
Diese Sinn, wenn das klappt, ist das alles. Und es war abgeschnitten, dass dein ganzes Repertoire und auch das Musikalische bedeutungsgeladen ist. Wenn deine Mutter reinkommt, ein kleines Kind, und sie zeigt dir einen Hund und sie sagt, wow, 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 dann ist das für dich eine Offenbarung. Wenn sie kommt, wow, wow, und so, du wirst dein Leben lang eine Hundeaversion von dir tragen und so. Es hat eine Bedeutung. Es ist nicht einfach der Sinn, das Ding, das bellt, das ich fütter und das mich verteidigt. Das ist nicht wahr. So ist die Welt nicht. Und die musikalische auch nicht. Und die mathematische, glaube ich, auch nicht. Und Dick sagt, ja, ihr habt das alles gelöst, aber so ab, keine Lösung. Nehmt euren Scheiß, das ist alles richtig, aber es interessiert mich nicht. So, gut, da waren noch andere Gründe dabei, aber egal. Ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ja, auch wenn ich etwas mache, ist das etwas, was ich bei Bach gelernt habe. Jetzt die Frage, habe ich wortwörtlich gelernt oder habe ich die Bedeutung verstanden? Zum Beispiel bei Bach gibt es bedeutende Momente, wo er einfach, wir haben alles in der Hand und plötzlich spielst du über die Hand. Und dieser Wechsel kam, die hatten die haben einen Begriff dafür, Heterolepsis, das andere ergreifen, das Ergreifen des anderen. Teuteron, lepten, leptio teuteron. Ich fasse das andere an. Und dieses andere kann ein Moment des Öffnens sein, ohne Ende. Aber die Geste habe ich auch von ihm gelernt, weil er in den Präludien schon den Kindern zeigt, guck, und jetzt, wenn wir die nächste Handstellung nehmen, guck mal, was passiert. Manchmal ja, manchmal nicht. Die Sprache ist schön, weil es formuliert ist. Ja. In einer bestimmten Weise, die dich berührt. Und mich auch vielleicht. Du musst nicht jeden, es gibt keinen allgemeinen Zwang zu berühren. Aber es entsteht aus der Musik. Und der Gegenteil wäre eben, diese Leute, die kommen und die sich darstellen oder einen Affekt darstellen, statt den Affekt aus der Musik entstehen zu lassen. Das, was sich zeigt, wenn wir in einem bestimmten Satz unterwegs sind, im Dialog mit einem anderen, der auch improvisiert. Ja, also eigentlich ist das das, was mich an der Improvisation interessiert, fasziniert, diese Sache. Also ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel den Zeitpunkt zu wählen. Also Dinge, die ich improvisatorisch, ich habe mich oft gefragt, wie kommt das? Improvisatorisch kannst du so fantastische Dinge spielen, die könntest du nie spielen, wenn die notiert werden. Wie kommt das? Naja, schau mal, wie viel Mühe stecken wir dann da hinein, den Leuten dieses Abspielen von Befehlen abzutrainieren, die vorher musikalisch waren, denen man dann kommt mit Foltergeräten wie Metronom und Exaktheit und Intonation und so weiter, so als gäbe es da eine Eichung und alles daneben wäre nicht akzeptabel. Ja, klar. Ich frage mich ein bisschen, ist das eben nicht auch beim Entdecken von Zusammenhängen in abstrakte, bei abstrakten Gegenständen, bei abstrakten Wesen, ist es nicht auch dieselbe Freude und dasselbe Überraschtsein, wenn plötzlich etwas sich öffnet, wo du denkst, ach, das ist ja verrückt. Ich habe ein kleines Beispiel, ich finde viel zu blöd, das machen zu können, aber ich habe das gelesen, bin dabei ein bisschen zu gucken, ob ich das nachvollziehen kann, aber das werde ich nicht können. Alain Conn hat eine Klassifikation gemacht von Neumann-Algebren und berühmt ist das geworden, 1974 hat er das rausgebracht und dann sieht man, aha, er hat den Typus 3 reduziert und er sagt, es gibt also die Möglichkeit, dass wir eine gemeinschaftliche Dings haben zwischen kontinuierlichen und nicht kontinuierlichen Variablen. Ich kann also mich in etwas bewegen, das beide akzeptieren. Okay, ganz toll. Und jetzt zeigt er, und da bin ich dann das, was ich dazu gedacht habe. Jetzt zeigt er bestimmte Evolutionen von Matrizen,
zeigen plötzlich eine Struktur, die Zeit ist. Also die Zeit ist ein emergentes Element aus der Evolution von diesen Matrizen. Ja, bedeutet das, dass die, wie soll ich sagen, die Elemente der Matrix zeitabhängig sind? Das ist eine tolle Frage. Das ist eine tolle Frage. Also mich hat ein Weilchen, also als ich mich nur mit der Mathematik beschäftigt habe, hat mich zum Beispiel interessiert, parameterabhängige Körper. Wann, wo sind die, man könnte die nennen, Bifurkationspunkte, wo, bei welchen Parametern wird zum Beispiel ein vierdimensionaler Körper auf einmal ein dreidimensionaler? Diese Leute!
Wenn zu perfekt, lieber noch böse. Wir haben eine Praxis, die an Problemen interessiert ist. Und ich glaube, das ist etwas, was etwas ganz Wichtiges, nicht an Lösungen. Meinst du jetzt uns als Musiker oder als Menschen oder als Mathematiker? Als Menschen generell, wir sind in einer Zeit, auch in dem, was ich oft in der Mathematik lese, wo man nur noch den Blick hat auf die Lösung. Gordon Dick hat das so dermaßen angegriffen in seinen Schriften. Weil er gesagt hat, nein, das ist nicht schön, das ist nicht, ja, ich weiß, es ist alles richtig. Ja. Aber ihr habt nicht das Problem beachtet. Ihr gebt dem Problem nicht den Raum. Ihr wollt die Lösung, dann habt ihr das Problem weg. Ja. Ihr wollt keine Probleme. Mhm. Ihr wollt euch gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Und das habe ich ein bisschen genommen, auch für die Sache, die ich sagen müsste mit der Musik. Ich will keine Lösungen. Ich will, dass man zu etwas kommt, was uns berührt, betrifft. Da, wenn du ein mathematisches Problem, ein richtiges hast, ein richtiges Rätsel, ist eben eins, das du nicht durch eine Lösung weghaben kannst. Die ganze Ödipus-Geschichte erzählt uns das, was passiert, wenn du mit feinen Lösungen kommst. Ach, das ist ja nur das. Dann gerätst du in die schlimmste Sache hinein. Du wirst dumm. Du siehst nicht mal mehr das Problem.